Hallo Leute, ja, heute reden wir mal im Allgemeinen ein bisschen über E-Scooter-News und vor allem E-Scooter-Zubehör. Und das machen wir alle zusammen mal gemeinschaftlich. Und ja, wenn wir irgendwas an Zubehör finden, was mal interessant wäre, dann werden wir uns das mal holen. In dem Fall werde ich es dann holen und für euch mal testen und mal schauen, ob es was taugt oder nicht. Oder ob es vielleicht was ganz, ganz Geiles ist oder ob es halt einfach nur Schrott ist. Ne? Dann nehme ich euch mal mit. Ja, dann kommt mal mit. Ja, dieses Format ist auch für mich etwas Neues, denn sowas habe ich an dieser Stelle auch noch nie gemacht. Ist also auch Premiere für mich. Sollte euch dieses Format in irgendeiner Weise gefallen, ansprechen, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Das würde mir sehr weiterhelfen. Und ja, bevor wir jetzt anfangen, noch ein kleiner Anmerk von mir selber. Mich freut es riesig, dass so viele Leute sich unsere Videos anschauen. Das freut mich riesig, hätte ich nie mit gerechnet. Also bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich sehe halt nur, dass sehr viele Leute diesen Kanal nicht abonnieren und es wäre mir eine Riesenfreude, wenn ihr einfach ein Abonnement da lasst und auch einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Format hier gefällt. Das hilft in erster Linie natürlich mir und meiner Frau natürlich, diesen Kanal weiter zu betreiben und auch die Qualität zu steigern und auch ja, gewisse Maße mehr Projekte zustande zu kriegen als halt jetzt. Und ja, mit diesen Worten würde ich sagen, starten wir mal in die News. Ja, fangen wir mit den News an. Und zwar ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt, ist dieses hier, dass mehr als 100 E-Scooter aus dem Rhein geborgen wurden. Und man hört es immer wieder mehr, gerade im Raum Düsseldorf und Köln, dass sehr viele Leute einfach die Leihscooter wortwörtlich ins Wasser schmeißen. Und da packe ich mir am Schädel. Wir reden gerade in aller Munde in den Nachrichten über Umweltschutz und sonstige Themen. Sind froh, dass wir die E-Scooter vor Jahren zugelassen bekommen haben. Und dann machen Leute sowas. Fällt mir nichts mehr zu ein, ganz ehrlich. Alleine, wenn die Fahrzeuge da im Rhein liegen, und da liegen bestimmt noch viel mehr im Rhein, irgendwann sind die Dichtungen so durch bei den Scootern, dass die ganze Batterieflüssigkeit und alles ins Grundwasser geht. Und dafür kann man nur Daumen nach oben sagen für die Leute, die das getan haben. Die pfeifen nämlich definitiv auf Umweltschutz. Und es ist ja allgemein ein Thema geworden die letzten Jahre. Auch persönlich mir ein Anliegen, auch ich sehe immer wieder hier in der Großstadt, ihr wisst ja, ich pendle mit dem E-Scooter. Ich gehe damit einkaufen, mache kleinere Besorgungen, fahre damit zur Arbeit. Die Leute tun diese Leihscooter einfach so, also so widerlich benutzen. Solange das nicht mir gehört, ist denen das scheinbar egal. Ne? Also wenn die das bezahlen würden, würden die damit nicht damit umgehen. Aber die schmeißen es in die Ecke, der steht auf dem Gehweg. Ihr habt sogar schon gesehen, dass die teilweise auf der Straße einfach hingestellt werden. Und ich finde, da gehören auch die Hersteller Tier, Voi, Lime auch mal mit ins Boot geholt. Bolt auch. Dass die ihre Software so verankern, die haben alle GPS, die Dinger zum Teil, dass die sagen, nein, hier kannst du nicht abstellen, du kannst hier nicht Pause machen und den Scooter die Leihung beenden. Das geht nicht. Die stehen teilweise irgendwo rum und das sorgt natürlich auch für Hass anderen Leuten gegenüber. Es gibt genug Leute, die uns als E-Scooter-Fahrer nicht mögen und uns am liebsten wieder von der Straße runter hätten. Ist mir auch schon persönlich passiert. Und zwar auf dem Weg zur Arbeit kommt bei mir ein Stück, wo ich nicht auf dem Fahrradweg weiterfahren kann. Dann muss ich einmal ganz kurz auf der Straße fahren. Und wir wissen alle, wenn der Fahrradweg nicht da ist, fahre ich auf der Straße mit dem E-Scooter weiter und nicht auf dem Gehweg. Ist ja schon vorteilhaft, dass ich so schon denke. Und dann hupte mich von hinten ein Autofahrer an und hat mich sogar noch abgedrängt. Und mir noch hinterher geschrien, ich soll mit meiner Scheißkiste auf dem Gehweg fahren, da gehöre ich nicht hin. Ich habe natürlich das Kennzeichen aufgeschrieben und auch der Polizei Bescheid gesagt, aber ich habe das vor Monaten nichts mehr davon gehört. Und nicht nur, dass mir sowas passiert ist. Das Problem ist einfach, entweder ist diesem Autofahrer mal was Schlimmes passiert in Bezug mit den E-Scootern, oder es war einer dieser E-Scooter-Gegner. Aber was ich damit sagen will, ist, solange wir uns natürlich auf den Straßen wie Idioten benehmen, kommt natürlich das auch dementsprechend zurück. Deswegen bin ich ja immer auch für Rücksichtnahme. Das mache ich auch beim Mountainbiken. Ich bin ja selber auch Mountainbiker. Also ich fahre auch gerne Trails und Bikeparks. Und auch da muss man immer mit Wanderern ein bisschen auch Rücksicht nehmen. Und ich finde, das gehört auch bei uns auf die Straße. Wir können nicht durch die Fußgängerzone ballern, die Fußgänger teilweise umfahren, entgegengesetzte Fahrbahn fahren. Man muss auch ein bisschen den Grips einschalten. Und trotzdem darf sowas nicht passieren. Ja. Ich meine, es gibt noch viel mehr News. Das Format soll jetzt auch nicht ausklingen heute, aber das ist ein Thema, was mir am Herzen liegt, weil das darf nicht passieren. Und
Ich habe sie sogar schon teilweise im Gebüsch liegen sehen und no go, absolut. Was ich allerdings ganz toll finde von der Firma Tier, das seht ihr hier, die tun jetzt ab sofort, also künftig in Deutschland zumindest, mit einem TGE, also einem MAN, ein Elektro-Transporter, ihre Fahrzeuge abholen zur Wartung und gleichzeitig die Akkus tauschen mit einem Elektrofahrzeug. Finde ich super. Bin ich ganz dabei. Ich persönlich finde die Elektromobilität auch ganz toll, fahre selber aber einen Verbrenner und bin persönlich auch gelernter Automechaniker und ich bin mit Verbrennern groß geworden. Das heißt, mir tut selber auch sehr weh, dass die Zukunft dahin geht, dass man keinen Verbrenner mehr auf der Straße sehen wird. Aber es ist nun mal die Zukunft. Man sollte an den Umweltschutz auf jeden Fall denken. Und ich finde das super, dass schon mindestens mal diese Firma nicht mehr diese ganzen Dieseltransporter, die man immer in den Großstädten sieht, wo die Scooter einladen und wieder ausladen, dass die sagen, hey, wir haben jetzt hier einen Elektrotransporter, damit werden wir jetzt auch zukünftig die Elektrofahrzeuge abholen, warten und die Akkus tauschen. Fände ich super, ganz geil. Ja, und mit diesen kleinen News springen wir auch mal direkt dahin, wo ich auch ursprünglich hin wollte. Aber vorher wollte ich euch noch zeigen, dass Xiaomi klammheimlich den Mi Scooter Pro 3 in anderen Ländern vorgestellt hat. Dieser hat eine kleine optische Änderung bekommen, wie ihr hier auf dem Bild seht. Ne, den gibt es also zukünftig in zwei Farben, weiß und schwarz. Gut, die Kabel sind ein bisschen anders geworden. Es sollen wohl nicht so große Änderungen sein. Ich habe mich ja schon mal ein bisschen durchgelesen. Also hauptsächlich haben die ja Display halt geändert, ein paar optische Merkel-Sachen geändert. Aber vieles ist gleich geblieben. Das haben auch schon viele aus dem chinesischen Raum auch bemängelt. Und ich bin mal gespannt, was der Pro 3, wenn es ein Pro 3 geben wird, auch der machen wird. Weil, ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde, es hätte ein größeres Update verdient gehabt für den Mi Pro 3 in dem Fall. Weil ich finde hier auf dem ersten Bild, ja, es ist halt optisch ein bisschen anders geworden. Farbmäßig aber sonst. Nur ein neues Display bei gleichen Nenndaten wie vorher. Warten wir mal ab, bis der in Deutschland rauskommt, ob er auch rauskommt, aber es sieht danach aus. Und ich hoffe einfach, dass der Pro 3 mehr in Richtung G30 D2 geht, vielleicht noch mit der Federung, vielleicht noch mit ein paar anderen Features wie die modernen E-Scooter. Hoffen wir einfach mal. So, und somit gehen wir mal rüber zum Zubehör. Denn, wie ich anfangs erwähnt habe, möchte ich gerne auch zukünftig hier auch mal ein paar Produkte gerne vorstellen, für euch testen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr da gerne mal getestet haben wollt. Ich versuche es dann irgendwie an Land zu ziehen. Für mich persönlich sind so Sachen interessant, wie sowas hier zum Beispiel. Ich würde mal ganz gerne so eine Lenkertasche hier für den E-Scooter mal bei mir ausprobieren, weil es ist immer wieder nervig, weil ich ja auch zum Teil meinen Rucksack mit habe. Was ich bei der Tasche immer nur bemängel, bis jetzt, die sehen ja alle optisch gleich aus, ist, dass ihr wisst, ich feiere den Iohawk Legend und der hat natürlich hier in der Höhe die Frontlampe. Ob das dann so passt, das werden wir halt dann feststellen. Ich denke mal, eine dieser Taschen werde ich mir mal holen. Ich muss die natürlich rückwärts montieren, also hintenrum. Ich hoffe, das funktioniert. Oder ich muss sie halt tiefer ansetzen, was natürlich auch geht, wenn das funktioniert. Und es gibt natürlich mehrere Scooter, die auch die Frontlampe tiefer haben. Fällt mir jetzt, also wie gesagt, der Iohawk Legend fällt mir jetzt spontan ein. Der E-Power Fun, der EP1 und der EPF1 und der EPF1 Pro. Ja, ne, ob das dann auch so da funktioniert, das werden wir dann gemeinschaftlich mal feststellen. Und ich möchte auf jeden Fall auch mal eine Handyhalterung in meinem Scooter haben. Ja, ich bin da nicht so der Fan von, weil ich da negative Erfahrungen mit gemacht habe, aber vielleicht könnt ihr mir da auch mal eine Handyhalterung empfehlen. Ich habe halt nur ein iPhone 8, ein relativ kleines Smartphone. Ich bin halt nicht der Fan von so klobigen Dingern, wie sowas hier zum Beispiel. Ich möchte halt irgendwie was. Ich habe halt immer gerne eine gecleante Optik, sei es beim Mountainbike oder halt beim E-Scooter. Und ja, falls ihr da mal eine Idee habt, ich finde sowas hier auch irgendwie ganz spannend. So ein kleines Ding hier, können wir uns ja mal angucken. Das, wobei da müsste man auch gucken, ob das auch gummiert ist, weil, gut, ich habe zwar eine Handyhülle drum, aber es nutzt natürlich auch nichts, wenn man dann hinterher dann, oh doch, ich sehe gerade schon das Silikon. Ja, das ist zum Beispiel so eine Halterung, die ich zum Beispiel ganz interessant finde. So schön gecleant, schön klein und das wäre was, seid ihr habt da eine bessere Idee. Soweit finde ich auch ganz nice, ne? Aber ist natürlich wieder in Deutschland nicht erlaubt. Wobei ich der Meinung bin, das gehört überholt. Ne? Dass so ein Licht beim E-Scooter nicht blinken darf, ist mir auch klar, das lenkt im Straßenverkehr ab. Aber ich sag mal, wenn so eine Beleuchtung
einfach nur in Weiß zum Beispiel erlaubt wäre. Ja, ich fahre sehr viel im Dunkeln, gerade mit dem E-Scooter, und da wird man noch viel besser im Straßenverkehr wahrgenommen und viel besser gesehen. Ja, die kleine Rückfunzel, die wir bei unserem E-Scooter haben, die ist wie ein Teelicht, das ist nix. Das sind halt Gesetze, in anderen Ländern ist sowas erlaubt, aber naja, bei uns halt eben nicht. Traurig, aber ist leider so, ne? Gut, so eine Hülle ist natürlich auch was Feines. Es ist halt auch sehr viel Zubehör. Ich meine, ich gucke spontan jetzt nur bei Amazon. Ich weiß, es gibt noch viel mehr Internetseiten. Könnt ihr mir gerne auch mal reinschreiben in die Kommentare. Und das soll ja auch nicht ausarten. Ich möchte jetzt erstmal gucken, ob das Format überhaupt bei euch ankommt, ob wir mal über sowas reden können. Weil es gibt hier unzählige Zubehör. Vieles davon erschließt sich mir auch nicht, weil das einfach nur absoluter Mumpitz ist. Aber so gerade so eine Tasche, ne? Finde ich mal interessant, weil ich denke mal, viele von euch würden sich sowas auch gerne mal holen. Holen sich vielleicht nicht, und ich würde es halt mir holen, mal testen, mal auch dann natürlich mit euch zusammen das Video machen, um mal zu schauen, ist es was oder ist es nichts. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir uns davon mal holen, weil Zubehör gibt es auf jeden Fall genug. Und klar, es gibt auch vieles Zeug, was einfach total unnütz ist. So, würde ich sagen, kommen wir mal zum Schluss. Wie gesagt, dieses Videoformat ist das allererste seiner Art. Ob es euch gefällt oder nicht, könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben, ja. Ich probiere auch gerne mal neue Dinge aus, weil das Wetter es auch nicht immer hergibt, dass ich Videos produzieren kann. Gerade weil ich auch ich arbeite im Schichtdienst und habe nicht immer Zeit, E-Scooter-Videos zu machen. Und ich möchte gerne für euch immer gute E-Scooter-Videos machen. Das ist mir immer ein sehr großes Belangen. Ich möchte hiermit auch nochmal meinen Kanalfreund grüßen, den Matze von E-Bike am Elm. Schaut doch gerne auch mal bei ihm rein. Er hat super viele Themen, auch E-Scooter und E-Bikes, da findet ihr alles. Gerade auch spannende Projekte mit seinem Lastenrad, würde ich mal reinschauen. Und ja, falls ihr mal Interesse habt an einem Livestream, wo man mal zusammenkommt, immer so ein paar Sachen spricht, über E-Scooter, über Zubehör, über sonstige Themen, was geht hier so ab auf dem Kanal, was haben wir so vor, gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Das lohnt sich natürlich nur, wenn auch mehrere Leute kommen, aber das kann man gerne auch mal ausprobieren. Das wird wahrscheinlich auch ein interessanter Stream werden, weil es auch mein allererster werden wird. Gerade bei YouTube. Ja, und bis dahin würde ich sagen, habt eine geile Zeit, habt vor allem noch ein schönes Wochenende, und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Und fahrt alle vorsichtig, macht's gut. Ciao, ciao.